Also, so viel Heimlichkeit in dieser Weihnachtszeit. Also bei mir gibt es überhaupt ja keine Heimlichkeiten. Verstehst du? Bei mir kannst du in den Topf ohne weiteres reinkicken. Was hast denn hier drin, Onkel? Also, in meiner hypermodernen Maschine, da ist 500 Gramm 550er Mehl und 80 Gramm Zucker in der Haus. Habe ich jetzt 5 Minuten auf Phase 2 hier mit diesem Onkel Klarstein schon mal Bescheid gegeben. Ich will mich kurz fassen, das Leben ist viel zu schnell vorbei, als dass man lange über irgendwelche komischen Praktiken plaudert. Also hat der Teig jetzt 5 Minuten Zeit gehabt, Klebereiweiß herzustellen. In der zweiten Phase kommt Ei und Hefe mit dazu. Dann wird es nochmal 5 Minuten schön verknetet. Ordentlich Zunder, die Maschine ist fleißig. Und bei der dritten Runde kommen dann 80 Gramm Butter in das Haus und dann wird diese Sache auf Stufe 10, die bei mir ja nicht gibt, Stufe 6 ist schon mächtig, ich hoffe, der stürzt mir nicht vom Tisch runter, 10 Minuten auf höchster Stufe nochmal richtig schön durcheinander gebracht. Dann kommt er in die gute altmodische Aluform und wird bei 170 Grad 30 Minuten den Ofen kennenlernen. Ja, das Ergebnis zeige ich euch. Natürlich kommt auch da gute Butter drauf. Und das Highlight wird sein, der Safran, den ich schon klein gemahlen habe, der wird diesen Teig in ein ganz, ganz freches Sonnengelb verwandeln. Und die Nebenwirkung des Safrans nehme ich billigend in Kauf. Du weißt nicht, was die Nebenwirkungen von Safran sind, außer guter Geschmack und frecher Farbe? Na bitte, dann schau mal im Internet nach. Das Internet hilft dir und mir weiter. Also, schönen Sonntag. Tschüssi.